mal wieder. Danke, die dass nachfolgende Spielzeit gegen Wolfsburg ist immer schwer. Trotzdem hat es Köln eigentlich sehr gut gemacht. Ja. Ja, wir haben versucht, kompakt zu stehen. Ist klar, dass Wolfsburg gegen uns das Spiel macht. Und wir haben versucht, dann unsere Chancen durch Konter zu suchen. Wir hatten auch ein paar ganz gute Chancen, aber ja, es hat leider nicht. Was Teamleistung könnte jetzt zufrieden sein, denke ich nicht. Ja, schon, aber also ja, von einer Niederlage kann man sich trotzdem nichts kaufen. Nein, stimmt. Aber nächste Woche das Spiel gegen Bremen, das wird ein ganz wichtiges. Das wird einigen 6 Punkte bringen. Auf jeden Fall. Die haben da heute Punkte liegen lassen, also da ändert nichts. Nächste Woche ein Sieg. Das ist ein ganz schöner Augenblick, um die Winterpause zu gehen. Ja, das wollen wir auf jeden Fall gewinnen. Das wird ein richtig wichtiges Spiel für uns. Und wenn wir da wieder alles geben, dann haben wir da auch auf jeden Fall eine Chance zu gewinnen. Ist seit dem Trainingswechsel viel geändert mit dem Team? Nein. Wie bitte? Seit dem Trainerwechsel war euch auch viel geändert? Ja, innerhalb der Mannschaft jetzt nicht so, aber vom taktischen her und vom Training her schon ein bisschen. Und das sieht man auch auf dem Platz teilweise, dass wir ein bisschen anders spielen. Ja. Wie ist die Vorbereitung zur zweiten Runde vor euch? Habt ihr da schon eine Sicht auf, wie ihr vorbereitet geht? Ja, ganz normal. Also Trainingsauftakt. Und spielt ihr auch Turniers in die Halle oder nicht? Ich glaube nicht. Ihr habt auf jeden Fall ein Freundschaftsspiel gegen PSV Eindhoven, das weiß ich. Denn ihr kommt nach uns. Okay, dann wünsche ich viel Glück nächste Woche gegen Bremen. Und dann sehen wir uns nachher. Vielen Dank. Danke. Ja, tschüss. Gut, tschüss.